Hallo zusammen und herzlich willkommen zur ersten Folge von Mein SCP 07 Moment in diesem Jahr. Heute mit Frank Löning. Er hat sich hochgespielt in seiner Profikarriere als Fußballer, hat hier in Paderborn von 2008 bis 2010 gespielt und hat wirklich Vereinsgeschichte geschrieben. Das muss man, glaube ich, wirklich so sagen. Mittlerweile ist er nicht mehr als Profi aktiv, ist aber immer noch dem Fußball treu geblieben. Mittlerweile ist er nämlich Co-Trainer bei Oldenburg. Hi Frank. Guten Morgen, hallo. Reden wir über deine Zeit in Paderborn. Du bist wirklich einer der Aufstiegshelden in der Geschichte vom Verein. In der Relegation gegen den VfL Osnabrück hast du in beiden Spielen die Siegtore getroffen. Ja, und die bedeuten, es geht rauf in die zweite Liga. Wie krass ist das heute, wenn man so weiß, ey, das war alles wegen mir? Ja, gut, damals war es natürlich noch extremer, noch was Besonderes. Also richtig krasse Geschichte, weil man ja nach dem Abstieg wieder unbedingt aufsteigen wollte. Man hat viel Geld investiert ins Stadion, ins Umfeld. Und man war Teil davon, wieder so einen Neustart zu machen. Und natürlich hat man das Ziel, aufzusteigen. Aber am Ende ist es halt immer eine Frage, ob es denn reicht. Und bei uns war es auch so. Wir haben, ich glaube, bis vor 5 Spieltagen vor Schluss waren wir oben auf den Aufstiegsplätzen, sind dann abgerutscht auf die Relegation und waren kurzzeitig sogar raus aus den Aufstiegsplätzen. Von daher war es immens wichtig, in den letzten Spielen nochmal alles dafür zu tun. Und ja, unterm Strich hat man es dann ja auch geschafft. Und wenn man dann so die Jahre danach verfolgt hat, also bis heute ist es natürlich, wird man darauf angesprochen, obwohl der Verein natürlich noch größere Geschichte danach geschrieben hat, dass man in die Bundesliga aufgestiegen ist. Aber nach wie vor sagen viele, ja, aber wenn es damals nicht hochgegangen wäre, hätte man es wahrscheinlich nie geschafft, diesen Weg. Und von daher ist man immer noch ein bisschen stolz, wenn man drüber nachdenkt und vor allen Dingen auch drüber spricht. Und dein Highlight aus dieser Zeit in Paderborn wird ja sicher daran irgendwie gekoppelt sein. Welcher war denn dein SCP 07-Moment? Ich glaube, das Hinspiel war für mich der Moment gegen Osnabrück in der Relegation, das nach dem 1-0, wo sich bei mir, ja, wo alle Dämme gebrochen sind, weil man hat, davor habe ich viele Spiele auch nicht gespielt, unter André Schubert dann, der damals übernommen hatte, bin dann ja auch nur reingekommen, ich glaube in der 60. oder was. Und dann habe ich mir in dem Moment gedacht, jetzt ein Tor schießen und am besten schießt keiner eins mehr. Das war so der Traum in dem Moment. Das war eigentlich so der Moment. Also das Rückspiel war dann natürlich, war das genauso wichtig, aber für mich war dieser Moment einfach in der Saison der größte, weil ich in dem Moment einfach das wichtigste Tor oder den Toröffner gemacht habe dann. Ne? Und wenn du jetzt zurückblickst, wie ordnest du deine Zeit hier in Paderborn ein? Inwiefern hat dir das auch jetzt vielleicht geholfen für deine Zeit als Co-Trainer bei Oldenburg? Ich glaube, man sagt immer so, was war der schönste oder beste Moment in der Karriere, wo man sich dran erinnert. Und da sage ich immer, es gibt so viele gute, natürlich auch nicht so gute Momente. Man muss für sich immer das Beste raussuchen. Und das habe ich versucht, in jedem Verein zu machen. Und ich kann bis heute sagen, egal zu welchem Verein ich gehe oder wo ich hinkomme, ich werde mit offenen Armen empfangen, weil ich so bin, wie ich bin. Und das auch immer versucht habe zu verkörpern. Und deswegen glaube ich, dass ich da bei jedem Trainer, bei jedem Verein immer was mitgenommen habe, in allen Bereichen und versucht habe, das als Spieler umzusetzen, für mich persönlich, aber auch im Team. Und genauso ist jetzt auch, dass ich versuche, die Attribute, die als Profi wichtig sind, aber auch als Mensch, die zu erkennen und diese ganze Kombination versuchen reinzubringen und vor allen Dingen wiederzugeben für die jungen Talente, die ich jetzt heute trainieren darf. Okay, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, auch jetzt für deine weitere Zukunft, auch jetzt erstmal bei Oldenburg, dass das alles läuft, so wie du dir das vorstellst. Aber erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war sehr, sehr spannend, alles von dir zu hören. Vielen Dank, gute Zeit und vor allem bleib gesund. Dankeschön. Ja, und das war's schon wieder mit dieser Folge von Mein SCP 07 Moment. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.